So. Oh, unterschießt ihn einfach. Okay. Ich wollte gerade überlegen, ob wir nicht einfach angreifen, weil wenn wir hinter ihm stehen, dürfte er eigentlich nicht zurückschlagen dürfen. Was ja ganz praktisch wäre. Na gut, so natürlich noch umso besser. Dann dreh dich mal zurück. Du schießt zweimal auf den. Gehst in Overwatch. Du stehst jetzt eigentlich nur noch im Weg. Also kannst du auch da hinten im Weg stehen. Du gehst in Overwatch. Du gehst in Overwatch. Und damit müsste das soweit okay sein. Wir haben 4 CP über für Ladehemmung. Der hier wird mindestens 1, 2, 3, 4 mal angeschossen. Was er nicht überleben wird. Der hier läuft darum. Taktische Karte sagt, das sind noch die beiden auf der Karte. Und da oben ist noch ein Blip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber davon wird nur einer angeschossen, wenn überhaupt. Ja, Endturn. Und der Flammenterminator wird jetzt einfach bis zu der Tür da hinten hingehen und sich da einen Weg stellen. Natürlich in die richtige Richtung guckend. Das heißt, er ist eigentlich nur dafür da, einen Aktionspunkt von einem Genestealer aufzuhalten. Für einen Notfall. Und mit ganz viel Glück kann er ja auch mit seiner Power Fist da einen umhauen. Aber das glaube ich nicht wirklich. Oh, der muss gleich sterben, sonst kann er hier durchhuschen. Komm, mehr Blut für den Blutgott. Schädel für seinen Thron. Und fertig. Sehr gut. Ja, der da ist ein bisschen doof und hier kommen richtig viele. 5 CP, sehr schön. 25 Stück müssen wir noch töten. Das klingt machbar. Du da hinten hin. Ich würde den Clown-Terminator gerne wieder hier hinstellen, dass er den Raum auch schützt. Also müssen wir später gucken. So, du gehst jetzt in Overwatch. Du gehst in Overwatch, falls was spawnt. So. Du gehst schon mal für später dahin. Von unten kommt gerade gar nichts, ne? Okay, also müssen die beiden gar nichts machen. Und da muss nur der Link in Overwatch gehen, falls links was spawnt. So, und du solltest dich trotzdem schon mal dahin drehen. So, 5 CP. Kannst du auch gerne noch einen Schritt vorgehen. So. 1, 2... Eventuell könnte er zweimal angeschossen werden, zweimal nicht getroffen werden und dann hier rumhuschen. Aber das passt schon. Sonst war alles richtig? Ja, Endturn. An einer Blick, okay. So viel dazu. Auf dem ersten Feld gleich abgeschossen. Dafür haben wir jetzt nur noch 3 oder so CP. Der kommt. Ran wird aber nicht getroffen. Okay. Na, sehr schön. Schön aufgeteilt. Links und rechts. Das heißt, diese Runde nichts Besonderes. Overwatch, Overwatch. Zweimal schießen, Overwatch, Overwatch. Watching for enemy contact. Jo. Overwatch Protocol initiated. Eins. Irgendwie hat er richtig viel Glück. Also jedes Mal, wenn da einer spawnt und er ihn nicht mit dem Overwatch töten kann und er in der nächsten Runde auf ihn schießt, dann ist er tot. Bei den anderen dauert das mal halbe Ewigkeiten oder sie schießen zweimal drauf und treffen gar nicht. Aber ja. Das ist die Sache mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Man interpretiert viel zu häufig was rein. Der hat einfach nur Glück. So. Nein, 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 nein. Nicht deine komische Vorstürmaktion. Ich weiß, das magst du gerne, aber... So, ich schieße noch zweimal. Wow.
against the monstrosity. Securing position. Du könntest bis dahin laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bist 100% sicher, wenn du da bleibst und du auch. Wenn du jetzt da hingehen würdest, hätten wir noch 2 CP über für Ladehemmung von ihm. Und er könnte den Rücken fallen. Ja, nee. Da warten wir, bis hier weniger Gegner sind oder wir mehr CP haben. Also ihr seid alle gesichert. Ihr hier nach unten müsst nicht sichern, weil unten keine sind. Nö. End turn. So. Wie oft hast du jetzt nicht getroffen? Also. Also ja, es war gut, dass wir nicht mit dem Clown-Terminator dahin gelaufen sind. Sondern dass jetzt erstmal... Ah, kommen die nächsten. 1, 2, 3, 4, 5... Ja, okay. Ich kann trotzdem hier lang huschen. Das dürfte der letzte CP-Punkt gewesen sein. Aber wir dürfen eh nicht mehr schießen. Oh. Oder auch doch. Jetzt haben wir kein CP mehr. Okay, dann können wir doch gleich mal gucken, ob er wirklich Würfelglück hat. Denn er muss jetzt 2 töten. Sonst hat er in seiner Runde ein Problem, wenn er nicht die 2 Felder hier gut ausnutzt. 3 CP würfel ich neu und krieg 4. Okay. Du, Ladehemmung beheben. Der ist so geil. Okay, sehr schön. Wer braucht Glück, wenn man einen super Terminator hat? Overwatch. Ich hätte jetzt 3 Felder, das muss reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Autsch. Ah, schon besser. So. Du wolltest dir einfach nur einen Weg stellen. Du wolltest dich... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung 7. Ja, kannst dich da hinstellen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ja, kannst dich da hinstellen. So. Du schießt auf den ab. Und nochmal. Und gehst in Overwatch. Skippy-o. The enemy will fall before me. Dino. Overwatch protocol initiated. Unten ist nichts. Jo, müsste soweit sicher sein. Wir haben 3 CP. Probleme dürfte es nirgendwo geben. Denn ich. Ah, doch, da unten. Oh, 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 okay. Ja, da hätte es wirklich ein Problem geben können. 2 CP noch. The machine spirits have answered my prayers. Bolter malfunction. 1 CP noch. Resuming fire. My bolter has... Kein CP mehr. Unjamming weapon. So. Ja, ja. Nicht so schön. Mit den ganzen Ladehemmungen. Aber bis hier, jetzt geht's ja wieder. Komm schon. Lass mich wieder ran. Wir müssen Sachen töten, bevor sie unsere Sachen töten. 1 CP. 5 CP ist schon besser. Also. Du. Overwatch. Scanning for enemy movement. Du. Overwatch. Overwatch protocol initiated. Du läufst einfach weg. Advanced Brothers. Du schießt 2 Mal auf den. Let them fall before the enemy. So. Fall before me. Du schießt 2 Mal auf den. Wir müssen nur noch 11 Stück umbringen. Also schätzungsweise 2-3 Runden. Holding position. So. Kannst man schon zurückgehen, damit der Clown-Terminator sich da hinstellen kann. Overwatch, 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 Overwatch. Unten ist nichts. 5 CP über. Die wir auch nicht wirklich irgendwo
bräuchten, außer würden ihn nochmal schießen lassen und dann danach in Overwatch gehen und nee, komm. So. Also, 11 Gegner. Enemy sighted. 10 Gegner. Neun Gegner. Acht. Sieben. Ja, eine gute nächste Runde schon. Sechs. Ja, wenn du ein großer Blip bist, dann schaffen wir das. Obwohl, das war gerade der einzige Blip, der gespawnt ist, richtig? Also der lebendig irgendwo gespawnt ist. Einmal neu würfeln. 1-2. Ja, nee, schaffen wir doch nicht diese Runde. Weil wir haben da nur einen und da einen Blip. Und es gibt keine 5er-Blips. So, du... Overwatch. Und ja, ich hätte eigentlich noch zweimal schießen sollen, aber... Overwatch. Ich werde leichtsinnig, es sieht so gut aus. Du dahin einmal ein bisschen drehen. Du Overwatch. Der Rest spart sich das einfach, weil da keine kommen. So. Also, du hast nicht genug Platz, um ihn zu töten. Du hast nicht genug Platz, um ihn zu töten. Und wir können euch töten. Das ist eine sehr gute Ausgangslage. Ja, sehr schön. Dreierblip. Also es läuft definitiv wesentlich besser als letztes Mal. Ich glaube, der Knackpunkt ist wirklich, dass wir zu langsam nach oben gegangen sind und dass wir uns zu sehr auf die unverlässlichen Sachen verlassen haben. Also so wie wir jetzt die Nahkämpfer eingesetzt haben, war glaube ich die beste Art, wie man sie einsetzen könnte. Also einer als Support unten und ein anderer als Sicherheit oben, falls mal doch ein Jean-Cillet durchkommt. So, schieß. Drei Stück noch. Overwatch. Overwatch. Und dann haben wir das gleich geschafft, ohne einen einzigen Verlust. Das gibt doch bestimmt wieder einen Erfolg. So. Fertig. Bitte sei ein... Oh, drei Stück. Genau so viel brauchen wir. Die müssten noch alle in einer Runde hinkommen. Ja, ist egal, du hast ganz viel CP. Nee. Okay, du. Du beendest jetzt das Spiel. Und es kommen keine neuen Blips, weil es sind die letzten beiden auf der ganzen Karte. Und wir haben 6 CP. Das wäre jetzt albern, wenn wir jetzt 10 Mal schießen würden und die überleben das. Das war keine Herausforderung. Ja, das waren schon mal 4 Punkte. Das ist so krank manchmal. Du gehst in Overwatch. Securing area. Du guckst nach da. Gehst auch in Overwatch. Dann müsste er da schießen können und da schießen können. Könnten jetzt da lang laufen und den Clown-Terminator gut treffen. Das wäre echt albern. So, du gehst den Guard-Modus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gehst mal einen Schritt vor, damit du später eventuell da reinlaufen kannst. Overwatch. Das ist jetzt sehr komisch. Aber na gut. Also vor allem komisch, dass wir 6 Mal nicht getroffen haben mit 2W6. Das heißt, bei 12 Würfeln keine 6. So. Aber ihr stirbt jetzt einfach. Ihr lauft genau auf uns zu und stirbt. My bolter has failed. Obstruction removed. Und fertig. My bolter is jammed. Clear to fire. Ja, na also. Sehr schön. Was ist jetzt? Aha. The enemy falls. Gab einen Erfolg. Victory is ours, brother.
Sehr schön. Hat ja bloß eine ganze Stunde gedauert. Hammer. Okay, definitiv die längste Mission bisher. Aber auch mit die ereignisloseste. Also ja, beim ersten Versuch haben wir was auf den Deckel bekommen. Aber nachdem man dann weiß, wo man besser stehen sollte und wo man wen hinstellt, dann ist es echt nur noch Overwatch 1, 2 mal schießen, Overwatch 1, 2 mal schießen. Aber ja, gucken wir, was die nächste Mission bringt. Ich denke mal, die werden jetzt immer etwas ausgefeilter, weil das Spiel uns ja in den ersten Missionen uns eigentlich nur rangeführt hat, wie es wirklich funktioniert. Und jetzt kommt das mit immer mehr Einheiten und der Psioniker vielleicht noch wieder und was weiß ich. Vielleicht sogar neue Genestealer-Arten, weil ich glaube, im Basisspiel gab es 2 Arten von Genestealer. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber das sehen wir ja in den nächsten Folgen, denke ich mal. Also dann, kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.